der Freund, der gute Freund von allen Frauen und kenne ihre Wünsche ganz genau. Gelder staunen sie. Ich bin der Mann, dem sie bedingungslos vertrauen, denn ich verstehe auch das Wesen einer Frau. Ja, was sie erhofft, was sie ersehnt, auch wenn sie nichts davon erwähnt, was sie beglückt und sie entzückt und sie vielleicht bedrückt. Ich bin der Freund, der gute Freund von jeder Frau. Mich kennen alle Damen ganz genau. Ich bin dabei, wenn sie am Morgen Betten bauen. Und mach Musik, ganz klar, weil es dann viel besser geht. Wenn sie die Wäsche in den Wäscheschrank verstauen und sich der Kaffee in der Kaffeemühle dreht. Och, der duftet wieder. Sie kehren hier, sie klopfen dort, sie wischen Staub vom Bücherbord, sie bügeln Hosen, putzen Schuh und hören mir dabei zu. Ich bin der Freund, der gute Freund von jeder Frau. Mich kennen alle Damen ganz genau. Die Zeit vergeht. Bald kommt für sie die Mittagsstunde. Auch dazu gebe ich ihnen wieder meinen Senf. Verzeihung, meinen Rat. Ich schlage vor, was sie dem Manne kochen sollen. Zum Beispiel Leberspätzle mit Salat. Es ist Ebbes rechts. Ich weiß auch, was man dann und wann besonders preiswert kaufen kann. Dann nützen sie voll Dankbarkeit gleich die Gelegenheit. Ich bin der Freund, der gute Freund von jeder Frau. Mich kennen alle Damen ganz genau. Ich bin als Mann auch für die Mode voll Interesse. Kenn mich in Mini, Midi, Maxi aus. Na, hören Sie mal, wäre noch schöner. Es wäre gescheit, sage ich, ein Negligé zu kaufen. Dann bleibt Ihr Mann noch mal so gern zu Haus. Glauben Sie es mir, dann geht er nicht in eine Bar. Dann wird ihm eines nämlich klar. Ich hab daheim ja, was ich brauche. Und billig ist es auch. Ich bin der Freund, der gute Freund von jeder Frau, meine Herren. Mich kennen alle Damen ganz genau. Zum guten Schluss, den gibt's nämlich auch bei uns, sage ich den Damen immer wieder, ich finde sie so sehr bewundernswert. Wirklich kein Schmus. Denn die Geduld, die sie oft haben mit uns Männern, die hat für immer manchen Brummbär schon bekehrt. Schauen Sie mal, gab es mal Ärger im Büro? Sie macht zu Hause uns wieder froh. Sie sagt zum Toast uns dann geschwind, dass wir die Größten, die Größten, die Größten, die Allergrößten sind. Drum bleibe ich weiterhin der Freund von jeder Frau. Jetzt soll ich singen, das tue ich aber nicht. Mich kennen alle Damen ganz genau. Auf Wiederhören, meine lieben, verehrten Hausfrauen.